So, herzlich willkommen von Home Adventure zum neuen Video. Ja, diesmal geht es wieder ab in die Berge nach Uschkoli hoch. Ja, viel Spaß beim Schauen und bis bald. Tschüss. So, wir sind unterwegs nach Martilis. Und dieses Bild sieht man auf der ganzen Strecke. Schweine, Kühe, Hunde, ja, gehört dazu. In diesem Land braucht man kein Rasenmäher, kein Rasentrimmer, das erledigen die Tiere. Auch Bioabfall kann man da überall rausschmeißen, dann kommen die Schweine. Also es wird kein Biogas hier produziert, sondern Fleisch halt. Und keine Geschwindigkeitsbeschränkung, weil man kann sowieso nicht schnell fahren. Genau, man wird auch nicht gewarnt, es ist einfach normal. Überall Tiere, geile Viecher. Ziegen oder Geißen, wie wir sagen. Ja, willkommen im georgischen Kuhdamm. Es wimmelt von Kühen. Solange keine die Hörner mir in die Seite rammt, ist mir das recht. Vorher ist gerade so ein Schwein vor mir durchgerannt, hey, unerwartet. Die Gänse dazu, hallo Gänse. Ab im Gänsemarsch, weg von der Straße. Also seit 20 Kilometern immer wieder dieses Bild. Einfach Falschparker, ganz viele Falschparker. Die parken mitten auf der Straße. Tja. Das gehört einfach zum Land. Mir gefällt das. Mensch und Auto leben zusammen. Tier und Auto leben zusammen. Da vorne ein Huhn noch. So, der René testet mal die Wartiefe von seinem Fahrrad. Jawohl! Sauber! So, wir sind wieder in den Bergen unterwegs in Iguri. In der Enguri-Schlucht. Wir wollen nach Mestia fahren. Ja, scheiß Wörter. Zwar fahren wir in den hohen Kaukasus. Sebastian ist etwas vor uns, weil dem ist schon wieder die Stoßdämpferschraube abgebrochen, und zwar die gehärtete 12,9er. Ist mir selber noch nie passiert, die 10,9er immer. Ja, Marquardt Stoßdämpfer, fünffache Wirkung halt. Hä? Da ging es rum, guck da. Die Straße. So, kleine Zwischenpause jetzt hier an der Enguri-Schlucht. Das ist ein gigantisches Schluchtengebilde hier mit Wasser. Wasser sieht man nicht von oben, aber hat einen Stausee. So, wir machen einen Zwischenstopp, damit der Sebastian seinen Stoßdämpfer reparieren kann. Auf der anderen Seite. Und schauen jetzt dafür diese Schlucht an, gigantisch. Ich meine, der große Kaukasus hat ja Berge, sind 5000 Meter hoch. Da kommt das Wasser. Oh, jetzt wird es langsam eng. Übrigens, man findet hier immer wieder so Tunnels, vermutlich Minen oder keine Ahnung, überall als Löcher in den Felsen. Also
Sachsen sind wir im Gebirge angelangt. Da unten ein reißender Strom, richtig viel Wasser. Schön, schön. Das sind noch Tunnels, hä? Ei, ei, ei. Richtung Mazzeri. In Mazzeri stellen wir uns irgendwo hin. Das ist mal eine Kulisse. Ja? Das ist jetzt der Uschbach. Also der Uschbach 4700. Ja. Ja. Dahinter ist Russland. Gleich hinter diesem Berg. So, wir sind angekommen und in dieser wunderschönen Landschaft. Ich gebe euch mal einen Rundblick. Da diese zwei gigantischen Berge. Da hinten ist ein Wasserfall. Ja, es ist eine Sackgasse da, man kommt nicht weiter. Und hier haben wir jetzt übernachtet. Ja, toll. So, nach einer kurzen Wanderung durchs Dorf sind wir hier wieder zurück. Bei uns ist gerade Großwaschtag. Und der Camper steht hier so schön einsam jetzt. Sebastian, die sind zum Wandern. Und hinter dem Camper, gleich vorne an der Spitze drüber, sieht man den Stugra Waterfall. Da kann man auch hinwandern. Und ganz oben einen Gletscher. So, wir sind wieder unterwegs. Mal Richtung Mestia und dann eventuell Uschkuli. Das werden wir sehen. So, hier kommen ein paar Wehrtürme, ganz viele, da unten hat es auch. Und der hier da vorne, imposant. So, wir sind in Mestia angekommen, auch hier hat es so Türme, eine Flussüberquerung. So, wir sind auf dem Weg zum Uiguri-Pass hoch hinauf, der ist nur auf 1900 Meter auf diesen Betonplatten, was nicht ganz lustig ist zum Fahren, weil es wolpert da richtig. Passhöhe erreicht, wir sind oben, jetzt geht es gleich wieder runter. Ist richtig serpentinenmäßig, enge Kurven. Aber die Straße ist besser hier. Guckt euch die unterspülte Straße an. Also da ist nicht mehr viel drauf, da muss man ganz rechts fahren. Also lieber da drüben fahren, sonst ist man da gleich unten. Ab und zu schmeißen sie Holzstücke. Auf der Bettenplatte bleiben. Platten. Oder sie sind verschwunden, überspült. So, jetzt sind wir langsam richtig im Offroad-Land angelangt. Das sieht toll aus, hä? Uiuiui, ui, ui. Oh.
oder ist der Stock oder Stein? Hier ist ein Stein. Das sieht geil aus. He? Solange die Straße hält. Oh, da ist ja noch eine Brücke. Ja, das sieht spektakulär aus. Aber es ist gerade eine gute Stelle zum Kreuzen. Auch Motorradfahrer sind unterwegs. Jetzt gibt es da eine Bachüberquerung. Und wir sind nicht abgestürzt! Ja, ja. Kreuzen, oje, du. Ich hoffe, rechts kommt man da vorbei. Wir können noch ein Stück weiter rüberfahren. Ja. Der Wind war so super, das hat ganz schnell getrocknet. So. Dann kommt man um die Ecke und dann hat man so eine schöne Aussicht. Wechsel mal Pferde. Ui. Ah, das sieht schön aus. Stark. Shaskashi ist es. Shaskashi. Brücke an. Ey. Ach, das wackelt richtig steil hoch. So, wir sind da im Dorf und ich bin gerade am Wasser wieder tanken und im Restaurant habe ich gefragt und die haben mir ihre Leitung zur Verfügung gestellt, da haben wir gleich noch was gekauft. So, gestern Nacht sind wir ja spät angekommen in Uschkoli und jetzt stehen wir hier. Wir sind nicht alleine, Benny ist da, also Christian, Benny Goss Oberland, die Mankai Travels sind da und noch andere. Und ja, wir bleiben jetzt mal zwei Nächte, das heißt noch eine Nacht hier, bei schönem Wetter, die anderen fahren morgen weiter, ja.
Ja, und am Tag ist es wirklich schön warm, aber in der Nacht ist es etwa 5 Grad diese Nacht. Letzte Jahr Nacht war es sogar noch kälter hier. Aber es ist auszuhalten, dann läuft dann halt mal kurz die Heizung, bei mir die Klima halt. Kein Problem. Aber es ist wunderschön hier. Gute Luft. Was will man mehr? Wir reiten alle zum Gletscher. Wow, ein Traum. Jetzt fahren wir mit dem Rad so 6-7 Kilometer zum Gletscher und schauen uns den an. Wanderung zum Skjara-Gletscher und da oben ist er. Da kommen Unmengen von Wasser runter. Wir haben hier ein kleines Vario-Treffen. Da ist mal mein Vario. Dann da drüben ist der nächste Vario von Mankai Travel. Die sind ja schon lange unterwegs, lange vor mir. Das ist ein Urgestein von Vario-Fahrern, kann man sagen. Ihr findet den auch im Internet. Bei der Suche findet man ihn eigentlich sofort. Dann ist da noch der Benny. Goes Overland, auch da, kennt ihr sicher auch, und schaut seine Videos, wie meine hoffentlich. Ja, und da oben, unsere Reisepartner natürlich, oh, jetzt blendet's, der Sebastian und die Elli, zu finden unter This is Fluri, genau. Ja, der guckt auf meine Videos, ein Logo kommt immer wieder mal zum Vorschein. Ja, da sind noch ein paar andere. Aber ja, hier sind all diese Vario-Fahrer sozusagen. Wir sind da zusammen für einen kurzen Moment in Georgien, was auch selten ist, 4 Stück auf einmal. Jetzt gucken wir mal da kurz rein. Mankai Travel, hä? René. Ein Urgestein mit seiner Frau. Ihr seid ja eine der ersten Vario-Fahrer, kann man fast die sagen. Die ersten die ersten YouTube. Euch gab es sogar vor den Varios. Hä? Ja, bitte, so alt sind wir dann auch wieder nicht. Ja, es war der T2. Hä? Ein T2, der Vorgänger sogar. Hä? Hat das die ganze Entwicklung durchgemacht. Hä? Genau. Wie ist also Bescheid? Ja. Hä? Ja, schön, dass wir dich einmal kennenlernen. Wir kennen dich ja auch ein bisschen von YouTube. Ne? Ja, okay, ja. Jetzt halt zwangsläufig, hä? Ja, kann ich ja nicht ausgehen. Nein, ich kam euch ja besuchen, wir waren ja in der Nähe. Ja, toll, ihr kennt jede Schraube vom Vario, kann man leider sagen. Leider nicht, wir hatten kaum Probleme, deswegen kennen wir uns zu wenig aus. Gell? Genau deswegen habt ihr ein Vario. Hä? Genau. Das geht mir auch so. Wenn man nicht schrauben muss. Ja, toll, euch auch mal. Du lernst ja nur, wenn du schraubst. Gell? Ja, das stimmt. War sehr überschaubar, was man bisher machen musste. Das stimmt, toll, euch auch mal kennenzulernen. Ja. Ich habe ja auch viel von euch gelesen im Internet, ja. Immer mal wieder. Hä? Ja. Also ja, also, ciao. Gute Reise. Danke.
So, da ist der. Also nicht Benny, heißt er nicht Benny. Ich will Christian. Immer Benny sagen. Nein, Christian nein. Heißt er, Benny goes over und das Auto heißt Benny. He? Benny ist der Benz. Das habe ich jetzt kapiert. He? Genau. Nach langer Zeit. Genau, Benny ist der Benz. Du bist auch unterwegs. He? Wie ihr. So wie wir. Gleiche Richtung. Sogar. Iran, arabische Halbinsel und dann gucken wir mal. Ja, genau. Genau. Und macht Spaß. He? Das macht super Spaß. Super schöne Länder, freundliche Menschen, tolle Gastfreundlichkeit, die wir erleben. Also richtig schön. Ja, die kennt man ja auch. Du bist auch so ein Urgestein, kann man sagen. Hä? Ja, Urgestein, so ein kleines. Halbes, hä? So ein kleines. So im Gegensatz zu denen da, die sind ja noch Ur. Nein, das ist nur eine kleine YouTube-Nummer. Ja gut, ich bin noch kleiner. Kleiner geht immer, gell? Kleiner geht immer. Größer zwar auch. Aber auf das kommt es nicht drauf an. Nein, kommt es nicht. Genau. Wir machen da so Spaß. Genau, so ist es. Ja, schön, dich hier kennenzulernen. Und ja, wir kennen gut, uns wir schon. Vorher schon. Wir kennen uns schon vorher, ja. Genau. Aber jetzt haben wir endlich geschafft, uns zu treffen. Ja. Super. Okay. Gute Reise uns beiden. Genau. Wir sehen uns sicher wieder. Auf jeden Fall. Ciao. Ciao. Zu einem kleinen Wari-Treffen gehört auch eine kleine Essgemeinschaft. Und wir essen jetzt da zusammen. So, hier in Uskuli gibt es auch ein Programm. Wir gehen nämlich jetzt hier in ein georgisches Kino in Uskuli. Das ist sehr ulkig. Und schauen uns den Oscar-prämierten Film Dede an. Allerdings den asiatischen Oscar hat er. So, der Christian und seine Frau geht auch. Wieder in die andere Richtung. Gute Fahrt. So, wir sind mal ins Dorf und es ist fantastisch, wie das so hier ausschaut. Eigentlich wie bei uns im Wallis, in den Bergdörfern. Ja, ähnlich. So, nochmal ein Einblick. Also früher hatten die hier ein sehr hartes Leben. Aber jetzt ist halt der Tourismus eingekehrt und dann gibt es halt auch solche Häuser. Bisschen moderner, es geht ihnen sicher, den meisten auf jeden Fall besser. So, im Land der Türme, Wachtürme, ich glaube, da haben sie auch früher ihre Schätze hochgebracht. Wunderschön. So, nochmal ein Ausschnitt. So, die Einheimischen sind mit Pferden unterwegs und die können echt gut reiten, die wachsen mit Pferden auf, schon im Bett sind die Pferde fast und wir halt mit den Bikes. Nein, das ist kein Tier, das ist ein Auto. Wir sind wieder am Reiten und es macht Spaß. Die Pferde hier, die Gäule sind echt gut. Und wir haben als Zugabe sogar noch einen Fohlen dabei und einen guten Guide. Und wir reiten da hinten ins Tal hinein. Das ist mal ein Büff. So. Juhu! Ja, macht schön Spaß. Auch wenn ich es nicht so kann, aber egal. Wir machen eine Schluchtentour zu Pferde und der René hat ja gerade das Fohlen von vorgestellt. Das ist so brav. Jetzt geht's mal Richtung Stadt auch noch. Wir reiten noch ein bisschen in die Stadt. So, der stolze Reiter reitet jetzt durchs Dorf. Wir gehen mal durchs Dorf. Angie hat echt tierisch was zu tun hier.
Nacht ist es jetzt in Uschkuli. Es wird dämmerig und hier wird getrocknet und gewaschen. Sieht toll aus, wie Riesenfahnen. Und jetzt gehen wir hier mal georgisch essen bei zwei Senioren-Muttis, zwei Süße, die hier ganz fein gekocht haben. So, wir sind gerade im Restaurant am Essen und da ist Stromausfall. Das erwartet euch dann bald auch einmal. Vorspeise. Erst Vorspeise, stimmt's? So, das war es wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann Daumen hoch. Wenn nein, auch Daumen hoch. Ja gut, bis zum nächsten Mal und danke, wart ihr dabei. Tschüss.